Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Ja, was macht Sie eigentlich so richtig wütend? Sind es vielleicht andere Verkehrsteilnehmer, wenn Sie mit dem Auto oder Fahrrad unterwegs sind? Oder ärgern Sie sich, wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen? Oftmals spüren wir auch ein starkes Gefühl der Wut, wenn wir in einer bestimmten Situation machtlos sind oder wenn wir von jemandem gekränkt werden. In unseren Geschichten heute berichten zwei Menschen darüber, wie ihr Zorn zu einer Glaubenskrise wurde. Unser Thema: Ich war wütend auf Gott. Als Dero Goy und zwei weitere Musiker Ende der 80er Jahre die Band Umph gründen, ahnt Dero nicht, dass sie bereits nach wenigen Jahren in den US-Charts landen würden. Ihr Musikstil ist damals sehr düster und spiegelt lange Zeit vor allem das Gefühlsleben von Dero wider, dem Sänger der Band. Ich habe als Kind ziemlich schnell gemerkt, dass ich depressiv wurde. So mit 12, 13, 14 herum habe ich so meine ersten Depressionen entwickelt, wo ich dachte, ich werde nie wieder glücklich sein. Das war für mich eigentlich mit die schlimmste Phase, wo ich gedacht habe, so soll das Leben jetzt bleiben, so was in diesem Tal, das kann doch kein Dauerzustand sein. Dero Goy weiß damals nicht, dass sein Leid noch Jahre andauern wird. Die Gründe für seine tiefe Traurigkeit und Verzweiflung liegen in Deros traumatischer Kindheit. Die Ehe seiner Eltern ist schwierig, beide sind Alkoholiker. Und Dero erlebt sowohl körperliche als auch seelische Gewalt. Ist es nicht schön, in einem suchtaffinen Umfeld aufzuwachsen? Es gab Phasen, wo meine Eltern auch deutlich depressiv waren, wo sie auch innereheliche Spannungen hatten. Und da war der Alkohol dann immer präsenter. Und das ist dann natürlich auch eine Abwärtsspirale, wenn du dich ja immer mehr auseinanderlebst oder wenn es in deiner Ehe kriselt und du versuchst, das mit Alkohol zu lösen, dann wird das natürlich alles immer schlimmer. Und da war das natürlich schlimm, vernachlässigt zu werden emotional, auch geschlagen zu werden, narzisstisch herabgewürdigt zu werden. Das waren so herabwürdigende Sätze, degradierende Sätze. Ja, du kleiner Spastiker, du wirst es doch sowieso zu nichts bringen, zum Beispiel. Das ist die kindliche Herabwürdigung, die fest sitzt, die tief geht. In seinem Kummer geht der kleine Dero oft in die Kirche. Komischerweise, weil ich mich als Kind auch so auf der einen Seite vernachlässigt gefühlt habe, auf der anderen Seite aber auch habe ich innerlich gelitten, konnte ich mich identifizieren mit dem am Kreuz hängenden Jesus, der so viel Schmerz ausdrückt und so viel Leid auf sich genommen hat. Ich saß manchmal alleine als Kind in der Kirche und habe ans Kreuz geschaut und habe gesagt, Jesus, warum hilfst du mir eigentlich nicht? Aus dem vernachlässigten Kind wird ein verbitterter Jugendlicher. Als dann die Ehe meiner Eltern endgültig auseinanderbrach und ich auch viel Heuchelei innerhalb der Kirche gesehen habe, auch der Gläubigen, habe ich dann mit Gott gebrochen, kann man sagen. Diese Wut war da auf Gott und die Welt. Schon lange vorher hatte Dero seine Begabung und seine Leidenschaft für Musik entdeckt. Als er dann mit 15 Jahren seine erste Band gründet, wird dies zu einem Start in ein neues und besseres Leben. Das hat ein Stück weit auch Selbstbestätigung gegeben. Ich habe mich besser gefühlt, ich habe mich wertvoller gefühlt. Mit 19 Jahren gründet Dero mit seinen Freunden die Metalband Umph. Die Band wird zum Vorreiter eines neuen, martialischen Musikstils. Aus dem einst vernachlässigten Jungen wird nun ein Weltstar. In seinen Texten und der düsteren Musik dreht sich vieles um das, was Dero seit seiner frühesten Kindheit belastet. Die Art Musik, die ich gemacht habe, die hat sich schon dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr provokativ ist. Ich habe viel von dem Schmerz, den ich angesammelt hatte, von dem Trauma aus meiner eigenen Kindheit, transformiert und projiziert auf Gott. Ja, habe ihm letztlich die Schuld für alles gegeben, was mir so passiert ist. Ich hatte Wut auf ihn und ich war zornig mit ihm.
Mit Sicherheit habe ich irgendwann auch eine Art Rachegelüste, Rachegefühl gegenüber Gott entwickelt. Und dieses Rebellentum, das treibt mich seit meiner frühesten Kindheit um. Ich glaube, rückblickend habe ich meine Kirchenkritik bewusst auf diese Heuchelei abgezielt und auf diese moralischen Doppelstandards, dass man es nach außen anders suggeriert, als man es nach innen anders lebt. Auch die ganzen Missbrauchsskandale, die ja dann auch weltweit publik geworden sind, die Vertuschung auch, die da systematisch stattfand von den oberen Stellen, das hat mich super abgestoßen, das stößt mich auch heute noch ab. In den Texten lässt er seiner Wut auf Gott und Kirche freien Lauf. Ich habe natürlich auch viel Lästerung betrieben. Ich habe bewusst Gottes Wort genommen und dann damit gespielt. Es verdreht in meinen Texten, wollte wirklich mit Gottes Wort den Leuten vors Gesicht schlagen. Ich habe zum Beispiel gesungen, ich bin der neue Gott, größer, schöner und stärker. Gott ist tot. Er starb in mir heute Nacht, Gott ist tot, ich habe ihn umgebracht. Da zieht sich bei mir heute alles zusammen, wie ich das singen konnte. Aber ich war natürlich auch stolz. Ich war jung, ich habe mich unsterblich gefühlt. Ich war von Hochmut geprägt. Ich habe mich toll gefühlt, so gegen Gott zu wettern. Und der Erfolg scheint Dero recht zu geben. Aber es ist ein Rausch, der nicht lange anhält. Und dementsprechend schnell stumpft man ab. Und es wird zur Routine und du wirst aber eigentlich immer trauriger, weil du eigentlich merkst, es hat gar keine Substanz, es ist nur oberflächlich. Mir war nicht klar, dass diese künstliche Zuneigung, die von den Zuschauern her rüberkommt, dass die nicht das ist, was ich wirklich brauche, dass das nicht die Medizin ist, die mich heil macht. Dero feiert mit seiner Band große Erfolge. Dann verschlechtert sich der Zustand seines alkoholkranken Vaters. Dero beschließt, sich zu kümmern. Diese Aufgabe überrollt ihn auf ungeahnte Weise. Dass du wie so ein Zwang immer daran denken musst, was tut der andere, was kannst du tun, damit es besser wird. Was für den Alkoholiker dann die Substanz ist, der Alkohol, ist für dich die gedankliche Abhängigkeit, die psychische Abhängigkeit. Dero geht es zunehmend schlechter. Er sucht Hilfe und findet sie in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholkranken. Es ist eine christliche Gruppe. Es hat mir gut getan. Ich habe gemerkt, da ist Seelenheil in dem Wort. Die Gruppentreffen geben Dero Rückhalt. Sie werden zu einem festen Bestandteil seines Lebens. Ich habe über die Jahre dann in dieser Selbsthilfegruppe auch gemerkt, wie Jesus die Menschen zu besseren Menschen selbst macht, zu leichteren Menschen, die das Leben leichter nehmen, die friedlicher mit ihrem Umfeld umgehen, die einfach in sich gesünder sind und wie sich der Glaube auf ihre Familie auswirkt positiv und wie sich die ganzen Familienverhältnisse glätten. Das war für mich ja ein Wunder. Und so nähert sich Dero nach und nach der Bibel und dem christlichen Glauben. 2011 stirbt sein Vater. Dies wird für Dero zum Beginn einer Lebenskrise. Als er dann gestorben ist, war das natürlich auf der einen Seite eine Entlastung, weil ich habe gesehen, wie er sich selbst gequält hat. Da schaukelte sich schon einiges hoch dann in dieser Zeit und dann bekam mein Sohn noch diesen seltenen Augenkrebs. Da bricht schon eine Welt für einen zusammen, da wird einem der Boden oder den Füßen weggezogen. Ich habe dann auch irgendwann dann angefangen zu beten, bin in die Kapelle gegangen, der Charité, habe mich da vors Kreuz alleine gesetzt, bitterlich geweint und habe gebetet. Und habe dann aber auch gleich inneren Frieden gekriegt. Ich habe Rückmeldung gekriegt und da war was. Das Gefühl hat mir Gott gegeben, das wird gut. Und es wurde gut. Das Auge seines Sohnes wird entfernt und durch eine Prothetik ersetzt. Das Kind wird gesund. Gott hat die Gebete erhört. Es ist nicht schlimmer geworden. Er hätte sterben können, wenn es in den Körper gestreut hätte. Für mich ist das gut ausgegangen. Dero ist sich sicher, dass es Gott war, der eingegriffen hatte. Also befiehlt er ihm nun auch sein Berufsleben an. Dabei entdeckt Dero einen Widerspruch.
Dann merkte ich, dass ich nach Konzerten unter der Dusche mich bei Gott für das Konzert bedankte, wo ich ihn eben gelästert habe. Da dachte ich, das ist irgendwie komisch, das passt einfach hinten und vorne nicht mehr. Du glaubst eigentlich schon im Herzen an Gott, aber du singst Lieder gegen ihn. Man kann nicht zwei Herren dienen, wie es in der Bibel steht. Ich habe wirklich gefühlt, dass zwei spirituelle Kräfte um mich kämpfen. Das habe ich richtig körperlich gespürt. Dero fasst einen Entschluss. Obwohl er mit seiner Band große Erfolge feiert, verlässt er sie. Denn Dero möchte jetzt ganz zu Gott gehören. Dann bin ich ins Gebet gegangen, habe das Übergabegebet gesprochen. Jesus Christus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm in mein Leben. Das war der Moment und der Schritt zur Heilung. Die ganze Belastung loszuwerden, die ganzen negativen Stimmungen, die sich angesammelt haben, das Trauma zu heilen. Der Heilige Geist konnte das. Die Depression auslöschen, die Ängste, den Zorn, die Wut, die Trauer, die Scham, Schuld. Dero ist weiterhin Musiker. Als Solokünstler schreibt er nun viele Texte, in denen es um den Glauben und um den Weg zu Gott geht. Ich bin viel ausgeglichener, ich bin friedlicher insgesamt und entspannter und ich bin heute ein zufriedener Mensch. Als Deros Wut verflogen war, veränderten sich auch seine Liedtexte. Heute passen sie zu seiner neuen Einstellung zu Gott. Seine negativen Gefühle haben sich in innere Zufriedenheit gewandelt. Negative Gefühle beherrschten jahrelang auch das Leben von Christy Musso Bruce aus den USA. Das fehlende Verhältnis zu ihrem Vater belastete sie sowohl als Kind als auch als Erwachsene. Christy Musso Bruce sehnte sich als Kind nach der Liebe ihres Vaters. Doch er verließ die Familie, als sie noch klein war. Wir hatten überhaupt keine Beziehung. Er ging und danach sahen wir ihn kaum noch. Ich wollte so gern Papas kleines Mädchen sein. Ich sehnte mich nach dieser Liebe so sehr. Da ihre Mutter viel arbeitete, war Christy oft bei Verwandten und Freunden. Mit 10 Jahren wurde sie sexuell missbraucht und fing an, auffällig zu werden. Mit 11 lief sie von zu Hause weg und kam in ein Heim für Mädchen. Auch dort fand sie kein sicheres Zuhause. Das Personal misshandelte sie körperlich und seelisch, bis sie mit 16 das Heim verließ. Als ich aus dem Heim kam, war ich total im Eimer. In mir war so viel Wut. Ich fühlte mich nicht beschützt, vor allem nicht von meinem Vater. Und ich hasste Gott. Ich dachte, Gott sei wie mein Vater und ich wollte nichts von ihm wissen. Mit 21 war sie zum zweiten Mal verheiratet und hatte 2 Kinder. Dann meldete sich ihr Vater bei ihr. Nach einem Unfall war er gelähmt und wollte bei ihr einziehen. In der Hoffnung, endlich eine Beziehung zu ihm aufbauen zu können, stimmte sie zu und pflegte ihn 8 Jahre lang. Doch durch die neue Situation wurde es chaotisch bei ihr zu Hause. All die vielen, vielen Jahre hatte er nicht ein einziges Mal gesagt, dass er mich liebt. Oder einfach nur Danke. Ich war so wütend, denn wieder bekam ich nicht, was ich mir wünschte. Mein Vater führte sein gestörtes Leben einfach in unserem Haus weiter. Glücksspiel, Frauen. Er kiffte sogar bei uns im Keller. Also musste ich mich entscheiden. Entweder renne ich weiter der Liebe meines Vaters hinterher oder ich kümmere mich um meine Familie. Und so überließ sie das Haus ihrem Vater und zog mit ihrer Familie aus. Doch als ihr Vater kurze Zeit später starb, fühlte sie sich dermaßen schuldig, dass ihre Ehe darunter litt und geschieden wurde. Wäre ich bloß nicht ausgezogen, wäre ich bloß geblieben. Ich fühlte mich schuldig an seinem Tod. Ich verlor nicht nur meinen Vater, sondern auch meine gute Ehe. Ich verlor den Respekt vor mir selbst. Da war die Scheidung und die Verantwortung für die Kinder. Es war entsetzlich. Ich wusste, wie ich den Schmerz betäuben konnte. Ich ging von einer Kneipe in die nächste und von einem Mann zum nächsten, um die Leere zu füllen und den Schmerz zu vergessen, mit dem ich nicht umgehen konnte. An Silvester 2005 fühlte Christy sich allein und hoffnungslos.
Ich hatte mein ganzes Leben an die Wand gefahren. Meine Kinder sprachen nicht mehr mit mir. Also beschloss ich, ich will nicht mehr. Es endete damit, dass ich Tabletten schluckte, eine Überdosis. Und ich verdanke es allein Gott, dass mich in diesem Moment ein Freund anrief, um mir ein frohes neues Jahr zu wünschen. Er merkte, dass etwas nicht stimmt und rief den Notarzt. Christy überlebte und bekam einen Platz an einer christlichen Tagesklinik. Dort begann sie, über ihre Vergangenheit nachzudenken. In einer kleinen Gruppe war die Frau, die später meine beste Freundin wurde. Sie fiel mir auf, weil sie einen tiefen Frieden hatte und durch sie wirkte Jesus in mein Leben hinein. Sie war für mich da, auch wenn ich mich in einer Bar betrunken hatte. Sie ist der Grund, warum ich mir wünschte, dass Jesus auch in mein Herz kommen solle. Christy beschloss, sich Gott und seiner Liebe zuzuwenden. Ich weiß noch, wie ich ihn anflehte, vergib mir, bitte vergib mir, bitte komm in mein Herz. Wenn du mir diesen Frieden gibst, den ich bei meiner besten Freundin gesehen habe, dann verspreche ich, dir für immer zu dienen. Vergib mir, was ich meinen Mitmenschen angetan habe. Bitte komm zu mir, reinige meine Seele und schenke mir eine zweite Chance. Lass mich heute neu anfangen. Gott wurde ihr immer wichtiger und Christy konnte sich mit vielen Menschen versöhnen. Sie vergab allen, die sie verletzt hatten. Heute ist sie Autorin und Motivationsrednerin und sie verbringt viel Zeit mit ihrem Mann Ronnie, einem christlichen DJ. Im Glauben an die Liebe Gottes hat Christy Vergebung, Freiheit und Hoffnung gefunden. Es gibt Hoffnung und eine Zukunft. Egal, wo du in deinem Leben stehst. Die Christy Musso von heute ist so anders als die von früher. Denn damals war ich dieses kleine, gebrochene Mädchen. Doch durch Gottes Gnade ist alles vergeben und heil geworden. Christy Musso Bruce und Dero Goy berichten beide, dass ihre Wut auf Gott sie viele Jahre davon abgehalten hat, sich vertrauensvoll an ihn zu wenden. Wir würden gerne wissen, ob auch Sie, liebe Zuschauer, Erfahrungen mit jahrelanger Wut gemacht haben. Was hat diese Wut ausgelöst und wie sind Sie denn damit umgegangen? Schreiben Sie uns gerne oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen Sie dort einen Kommentar zur Sendung. Wenn sich Menschen in einer Krise befinden, entsteht manchmal das Bedürfnis, einen Schuldigen dafür zu suchen. Teilweise richtet sich die Wut dann eben auch gegen Gott. Aber darf man überhaupt zornig auf Gott sein? Ist es okay, diese Wut auch zu äußern? Andreas hat sich damit beschäftigt, welche Antworten die Bibel auf diese Fragen gibt. Zuerst möchte ich Ihnen sagen, dass Wut im Grunde ein gutes Zeichen ist. Sie sind lebendig und können emotional noch etwas spüren. Und dieses Empfinden sagt Ihnen, dass etwas gerade grandios schiefläuft bzw. schiefgelaufen ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. Situationen wie Unfälle, die uns überfordern, Unrecht, das uns angetan wird oder Probleme, die sich uns unüberwindbar in den Weg stellen, die führen dazu, dass wir uns hilflos und ausgeliefert fühlen und aggressiv reagieren. Paulus schreibt den Ephesern in Kapitel 4, Vers 23, zürnt und sündigt dabei nicht. Seid zornig, befiehlt der große Apostel hier also seinen Schäfchen. Es steht wirklich im Imperativ da. Paulus weiß offenbar, wie unvermeidlich diese Gefühlsäußerung bei uns Menschen ist. Denn Gott hat diese emotionale Reaktion aus gutem Grund in uns hineingelegt. Denn richtig verarbeitet leistet die Wut nämlich einen wichtigen Beitrag zu unserer psychischen Gesundheit. Der Theologe Tim Keller sagt in diesem Zusammenhang, Zorn ist eine Emotion, die dafür gemacht ist, Dinge niederzureißen. Sie richtet sich gegen Böses und sie entspringt der Heiligkeit Gottes. Es ist also gut, im richtigen Moment wütend zu sein. Es drückt aus, dass wir unsere Identität kennen und um unseren Wert wissen. Und es führt dazu, dass wir nicht alles mit uns machen lassen. Gleichzeitig macht Paulus aber deutlich, dass im Wütendsein auch eine Gefahr liegt, weil die Zerstörungskraft der Wut anfällig ist für Missbrauch. Während Paulus uns also zugesteht, zornig sein zu dürfen, warnt er gleichzeitig davor, selbst zum Täter zu werden.
sündigt nicht. Das passiert am ehesten, wenn sich unsere Wut in Form von Rache, Verleumdung, Bosheit oder Bitterkeit eben nicht gegen das Unrecht, sondern gegen eine Person richtet. Hier verlassen wir den Pfad der Tugend und richten nicht selten großen Schaden an. Im Psalm 139 finden wir beide Aspekte der Wut. David entrüstet sich darin mit starken Worten über die Feinde Gottes. Das beschäftigt ihn und weil Gott ohnehin jeden seiner Gedanken kennt und er Gott nicht entfliehen kann, sagt David ganz offen, worüber er wütend ist. So können wir das auch machen. Selbst wenn es dazu führt, dass wir, wie Hiob, anfangen, Gott herauszufordern, ein Streitgespräch mit Gott ist in diesem Fall besser als kein Gespräch. Und am Ende vom Psalm 139 bittet David Gott aber auch darum, die Motivation seines Herzens zu prüfen, damit er nicht auf Abwege gerät. Ich lade Sie ein, Ihre Gefühle vor Gott offenzulegen. Lassen Sie uns beten. Himmlischer Vater, du kennst uns durch und durch. Danke, dass ich deshalb auch mit starken Gefühlen zu dir kommen darf. Du verstehst mich, denn auch du bist zornig über Ungerechtigkeit und weinst mit mir im Leid. Hilf mir, richtig mit Wut umzugehen. Tröste und heile du mein Herz und gib mir innerlich Frieden in dem Wissen, dass du mich liebst und trägst. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Roma bilden die größte ethnische Minderheit in Europa. In Rumänien allein leben Schätzungen zufolge ca. 1,5 Millionen Roma. Viele von ihnen leben in Armut und werden auch heute noch stigmatisiert und aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Seit Jahren gibt es von CBN Projekte, mit denen die Roma-Gemeinschaften unterstützt werden. Die osteuropäischen Roma-Gemeinschaften stehen unter Druck. Die Menschen werden diskriminiert, an den Rand der Gesellschaft gedrängt und leiden unter extremer Armut. In diesem rumänischen Dorf kämpft Liviu mit seiner Familie darum, über die Runden zu kommen. Liviu hatte für einen Viehzüchter gearbeitet, der ihm statt des Arbeitslohns ein kleines Haus versprach. Dieses Versprechen wurde gebrochen und Liviu, seine Frau und die 5 Kinder lebten in einer ärmlichen Einzimmerhütte. Dort waren sie der Kälte ausgesetzt und hatten weder Küche noch Bad. Liviu war gesundheitlich in schlechter Verfassung und die Wohnsituation verschärfte dies. Doch er tat, was er konnte, um seine Familie zu ernähren. Durch eine Partnerorganisation erfuhr Orphans Promise von Liviu und seiner Familie. Als erstes unterstützten sie ihn beim Bau eines neuen, trockenen und warmen Wohnhauses. Danach begannen die Arbeiten für ein Wirtschaftsgebäude, zum Lagern von Saatgut und als Unterstand für Vieh. Stein für Stein und Stück für Stück wurde der Familie Selbstständigkeit, Würde und Hoffnung gegeben. Mit nachhaltigen Projekten möchte Orphans Promise Menschen eine bessere Zukunft ermöglichen. Durch ein Wirtschaftsgebäude wie dieses können Familien Lebensmittel für sich selbst produzieren und haben zudem die Chance, Einkünfte zu erwirtschaften. Gemeinsam mit einigen örtlichen Handwerkern konnte Liviu etwas aufbauen, was seiner Familie in den nächsten Jahren Einkommen und Sicherheit gibt. Zudem kann dies auch kommenden Generationen Hoffnung vermitteln. Eine bessere Zukunft für die ganze Familie. Ein Heim mit fließendem Wasser und Heizung und eine sichere Umgebung, um Kinder aufzuziehen. Durch Projekte wie dieses können Menschen sich wieder auf ihre Zukunft freuen. Danke für alle Spenden. Ein ganz tolles Projekt. Menschen Teilhabe zu ermöglichen und die Chance zu geben, sich ein Leben auf eigenen Beinen aufzubauen. Also ich persönlich finde, das ist es wert zu unterstützen. Ja, geht mir ganz genauso. Und vielleicht möchten Sie sich, liebe Zuschauer, ja an solchen humanitären Projekten beteiligen. Oder Sie wollen diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN.
Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn Sie die Sendung nochmal schauen möchten, können Sie das gerne zum Beispiel auf YouTube tun. ErlebTV eingeben oder CBN Deutschland und da finden Sie alles. Gerne sind wir jetzt auch noch persönlich für Sie da. Wenn Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie Gebetsunterstützung suchen, rufen Sie an. Die eingeblendete Nummer. Unsere Mitarbeiter von der Gebetshotline sind gerne für Sie da. Danke auch für Ihre Gebete, Ihre finanzielle Unterstützung. Ohne Sie könnten wir die Sendung nicht machen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. ErlebTV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie ErlebTV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. ErlebTV – wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.